Die hat ja auch geile Ideen irgendwie. Holland ist eigentlich schon so schönes Land. Also ich habe jetzt nicht viel gesehen, so ich war hinter der Grenze. Das war's auch, aber so was man so sieht, ist echt ganz geil. Sprechen die, was, hast du mit ein paar mit denen gesprochen oder so? Oh, sprechen, das ist ein ganz heikles Thema, ey, du, die verstehst du nicht. Also manche so, die gerade an der Grenze auf dem Markt, die haben so Deutsch so mit drin. Aber Holländisch ist so eine, ist so ein bisschen so eine Mischung aus Deutsch. Ich sage jetzt erstmal nicht hallo, weil ich will jetzt erstmal zu Ende erzählen. Ist so eine, ich werde andauernd abgelenkt. Das ist voll fies. Ja, ist eine Mischung so aus Deutsch, ja, halt das Holländisch und Englisch. Die haben auch verdammt viel Englisch in der Sprache, aber Holländisch ist so eine, wenn die das schreiben, da kommt dir das vor, als hätte das so ein Zweitklässler geschrieben, der, oder ein Erstklässler geschrieben, der erstmal einen fetten Aufsatz schreiben muss. Das ist so von der Schrift her, finde ich das übelst hässlich. Weil das, also ich finde die, also jetzt nicht negativ gemeint, ja, falls sich jetzt hier jemand auf den Schlips getreten fühlt. Mir gefällt also die Sprache so, wenn die so sprechen, finde ich das übelst geil. Aber wenn, ich habe mir so ein bisschen so Schrift angeguckt, so in diesem Supermarkt, so da stand ein bisschen was auf Holländisch. Und es ist total zum Wegschmeißen. Tag schreiben die wie die Englischer, wie die Englischen. Also DAG, aber die sprechen das auch ganz anders aus. Also die haben so das Englische mit drin, aber sprechen das wie so ein, na, wie so ein Schulenglisch aus, so wie so einer, der nicht Englisch sprechen kann. Geil. Natürlich, viele können auch Deutsch. So, ich habe jetzt 26 Chicken und 5 Beef. Hier ist noch ein Chicken. Also hier sind gerade übelst viele Hühner. Das geht gerade gar nicht. Ah, es ist ganz geil dort gewesen. Du brichst bei mir, bei meinem Headset immer genau mitten im Satz ab. Warum ist das so? Echt? Ja, und dann geht's Okay. irgendwann weiter. Fail, keine Ahnung. So, ich muss einfach schnell zurückkommen, bevor ich jetzt hier im Dunkeln Verrecke. draußen rummarschieren muss. Ich werde erstmal schnell hier. Hallo. Oh ja, geil. Ich kann schreiben. So. Schreib mal Hallo auf Holländisch. Nee, das weiß ich jetzt nicht. Aber schöner Tag ist dann das. Das weiß ich. Das ist schöner Tag auf Holländisch. Entschuldigung, das finde ich irgendwie lustig. Das ist eigentlich auch witzig geil. Doch, die sind echt übelst geil. Alter, was machst du denn? Wo willst du hin? Scheiße. Willst du da irgendwas? Dann müssen wir noch so eine Stäbe nach unten machen, weil dann könnten wir direkt mit so einer Bahn von dort oben nach dort rüber fahren. Da müssen wir nicht ständig Das übers habe Wasser. ich auch Das können. vor. Ach ja, genau. Ja, natürlich. Wer hätte es Ist gedacht? so. Ah, die Sprache ist schon ganz geil dort, muss ich echt sagen. Hat mir gefallen. Ist auch immer wieder geil, wenn man dorthin kommt, so. Also ich war jetzt das zweite Mal dort. Wenn ich mich, warte mal, noch mal überlegen, beehren Sie uns bald wieder, das war irgendwie. Also kommen, schreiben die so. Also wiederkommen, kommen, schreiben die so. Ja. Eigentlich so. Irgendwie total grundschulmäßig so, Ja, es passt genau. Warum passt das genau? Und so. ich habe trotzdem noch eine Terrasse. Ich bin awesome. Ich hoffe Telefon. jetzt mal, dass man nicht. Oh man. Be right back, bitch. Geh bitte ins Bett vorher. Okay. Hat er nicht gehört. Dann. Ja, hallo. Ja, hallo, ich mach den erstmal jetzt hier aus. Das Kann muss ich man mir ja kurz nicht kommen, unbedingt weil ich das Gespräch mitbekommen. einfach schwieriger. Sound muted. Also, ja. Während er jetzt hier. Ah, jetzt hupt das zwischendurch. Ich hab. Sound resumed. Ja, ich bin ja. Ja, Sound man hört ihn muted. noch. Ja.
Kann ich ein bisschen erzählen, die Gardinensteuer. Genau, das kam in Holland auf die Größe der Gardinen an. Und wenn die halt groß waren, gab es halt eine höhere Steuer. Und wenn die halt niedriger waren, Sound dann resume. sind Noch sie alle da. da oder seid, Ah, seid ihr alle okay. weg? Nee, ich habe bloß schnell mein Mikro ausgemacht, weil man dich gehört hat. Beziehungsweise mein Headset. So. Ich habe gerade eben erzählt, in Holland gab es halt die Gardinensteuer und da kam es halt darauf an, wie groß die waren. Und wenn die halt groß waren, dann war die halt höher. Und Ja, scheiße. man wollte halt da nur, dass man halt nur kurze Gardinen hatte. Wozu? Ja, keine Ahnung. Es wäre ja scheiße, wenn man sich jetzt so ein richtig großes Fenster leistet und Die dann haben dort alle, Wände. geh bitte ins Bett, die haben dort alle große Fenster. Also wenn man in die Häuser guckt, die Häuser sind übelst geil, aber dann auch übelst große Fenster drin, wo keine Gardinen dran sind. Ist eigentlich total komisch. So, ich gucke jetzt hier mal gerade, aber ich weiß jetzt nicht von wann bis wann das war. Gardinensteuer, Niederlande. Aha, das niederländische Steuergesetz von 1821 umfasste direkt und indirekte Steuern. Zu den direkten Steuern gehörten unter anderem die Personalsteuer auf die Grundlage von Mietwert, Türen, Fenster, Kabinen, Mobiliar, Dienern und Fernen. Für Türen und Fenster bezahlte man nicht nach Größe der Öffnungen, sondern nach Größe der Gemeinde. 40 Cent in kleineren Gemeinden oder 1,10 Gulden in größeren. Ab 1896 wurden Türen, Fenster und Kamine nicht mehr besteuert. Die Geschichte mit der Gardinensteuer muss wohl aufgrund der einstmals erhobenen Fenstersteuer entstanden sein. Eine Gardinensteuer hat es in den Niederlanden jedoch nie gegeben. Okay, also eine Gardinensteuer gab es nicht, sondern eine Fenstersteuer. Du hast uns alle angelogen. Ja, das tut mir dann leid, dann habe ich das mal falsch interpretiert. Sondern es gab Fenster, genau, Fenstersteuer hieß das, nicht Gardinensteuer. Oh, ich muss gleich. Ich, Alter, ich muss unbedingt alle meine Fenster abreißen. Ah. Oh, dann muss ich mich natürlich jetzt hier, das ist natürlich jetzt ein peinlicher Fauxpas. Nee, eigentlich nicht, aber so wurde es mir erzählt mit dieser Gardinensteuer und ja, ich kann es auch nur so weitergeben, wie ich es erfahren habe. Wo ging es denn in unseren Keller? Ach so, ja. Okay. Nee, da ist falsch. Ja, ich weiß jetzt wieder. Ist mir gerade eben wieder eingefallen. Aber ist ein ganz nettes Völkchen. Ich weiß gar nicht, was für Währung haben die jetzt eigentlich? Keine Haben die Ahnung. Auf jeden Euro? Fall weiß ich. Ich glaube, die haben jetzt auch Euro, nicht? Haben die Euro? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall stalk ich dich. Okay. Bau oben der Dings weiter. Ja, aber ich habe nicht mehr genug Glas. Aua, Warte, Alter. komm zu mir. Hier oben liegt an Eingang, liegt noch 21 Glas. Yay. Wenn nicht, fügst du das Glas einfach später ein. Das ist sind 27. Du hast mich schon wieder angelogen. Ach ja, wie schrecklich. Nö, eigentlich Hättest nicht. du hier nicht eher Glasscheiben reinmachen können? Nein. Das wäre irgendwie viel Ich bin kein sparsamer Freund von gewesen. Glasscheiben. Ach so, okay. Ich nehme mir mal bei dir nix raus. Brauche ich jetzt nichts. Du hast schon Dach, nicht? Ja. Ja. Aber mir regnet es trotzdem rein, muss ein Bug sein. Echt? Ja. Okay, da schreibe ich eben mal hier willkommen zurück. Ich muss auch mal einen Moment. Kommentar abgeben. Was hatten die denn so? So, das war das geistreichste Kommentar der Welt. Das Geistreichste. Oh, jetzt verbessert er mich auch noch. Muss ich doch. Ja. Nein.
Ja, die haben Euro. Und in besonderen Gemeinden haben die den